Nun suchte Vater nach einer neuen Anstellungsmöglichkeit. Er war ja Beamter der thüringischen Kirche, also hätte eigentlich die thüringische Kirche auch irgendwo eine Versetzung veranlassen müssen. Aber er hatte also mehrere Bewerbungen und erst lange, lange, lange nach der Ende der Nazi-Zeit habe ich die Möglichkeit gehabt, mal die thüringischen Akten einzusehen, Vaters Personalakte. Und da ergab sich überall, wo Stellen ausgeschrieben wurde, hatte das Landeskirchenamt gleich hingeschrieben, aber den Sylten nehmt nicht. Der kommt nicht in Frage, der werden wir nie genehmigen. Und dementsprechend fand er also keine neue Stelle. Aber auch andere Landeskirchen, für die man sich verwandt hat, dass Vater eventuell zum Beispiel in die bayerische Landeskirche aufgenommen wird. Auch die bayerische Landeskirche antwortete durch Herrn Meiser, dem Landesbischof in München, dass sie also einen Nicht-Arier nicht aufnehmen könnten. Das würde ihnen zu viele Schwierigkeiten bereiten. Aber das habe ich eben alles erst viel später mitgekriegt, aber es hat eben damals gespielt. Schließlich hat er eine Anstellung als Geschäftsführer des Büros der Bekennenden Kirche in Thüringen. Also es gab ja noch eine kleine bekennende Gemeinde oder Gemeinschaft der, von dem Pfarrer, der Bekenntniskirche in Thüringen. Die meisten Pfarrer waren allerdings dann ausgewiesen worden aus Thüringen mit der Zeit. Aber Vater wurde also Geschäftsführer des Büros bis 1938. Und dann wurde das Büro durch die Gestapo geschlossen und wir mussten also, und er musste sogar Thüringen verlassen und durfte nicht in Thüringen bleiben. Und dadurch kamen wir dann auf dem Umweg über Gotha 3 Jahre nach Berlin.